Geburtstag. Da können vor Lachen hinten kommen schon die Wangen, Mensch. Hätte das nicht alles Zeit gehabt bis morgen, verflucht. Scheiße, Mensch, guck mal, Blaulicht oben drauf. Oh, super Idee mit dem Blaulicht. Oh Gott, ist da, hört doch auf, das bringt doch nichts. Das ist doch gut sein, Kinder. Was soll die Scheiße denn? Was soll gut sein? Oh Mann, ey. Das sind ja die Kollegen. Mann, der kommt sie weg. Gib Gas, Freddy. Meine Güte, als ich bei der Truppe war, da ging das schneller weg. Schenk? Ja, Richard, ich hab sie. Ich kann jetzt hier nicht weg, ich habe noch einen Beruf. Ja, das kann ich auch nicht ändern. Ich komme, sobald ich kann. Tschö. Junge, Richard wartet auf die Kühltruhe, das Eischmädchen weg. Jetzt reicht's. Sag mal, warum musst du dich denn jetzt um so einen Mist kümmern? Weil der Rest der Familie auf Kreta in der Sonne brüstet und sich den Uso in den Kopf haut. Wir sollten den Laden einfach zumachen. Ihr würdet uns viel Arbeit ersparen. Jetzt komm, Max. Mein Onkel wartet auf die scheiß Kühltruhe. Neben mir steht Professor Kurnick. Er ist Historiker und schreibt ein Buch zur Thematik. Herr Professor, was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen diese Ausstellung? Es geht um Verbrechen deutscher Soldaten. Die Verbrechen, die begangen wurden, weil das für manche der einfachste Weg war. Viele sogar freiwillig daran teilgenommen haben. Also es geht um Aufbereitung individueller Schuld. Aber deswegen den Ausstellungsmachern zu unterstellen, sie wollten einen Vernichtungsfeldzug gegen die Deutschen, gegen das ganze deutsche Volk führen. Aber wir können doch jetzt nicht so tun, als hätte das da unten nicht stattgefunden. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Und genau deshalb werden wir uns so nicht von den Neonazis und ihren Sympathisanten einschüchtern lassen. Und auch nicht von den alten Kriegern, die unserer Jugend erklären, dass der Zweite Weltkrieg ein sauberer und ein gerechter Krieg war. Wegen der Katze. Ah ja, Entschuldigung. Abend. 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 Das kam vorhin per Eilboten. War das Ihre? Ja, eine Katzenallergie. Haben Sie einen Verdacht, wer das geschickt haben könnte? Nein. Und ist es die erste Drohung? Nein. Irgendwas mit derselben Handschrift dabei? Gucken Sie doch nach. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist die Ausstellung nicht ganz unumstritten. Grandrat, Kulturamt. Schenk, Kripo Köln. Guten Tag. Balowk. Herr Granderat erwägt sogar, die Ausstellung zu schließen. Frau Klee, ich bitte Sie. Wir als Mitveranstalter sind für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter verantwortlich. Die Schließung der Ausstellung würde uns genauso wenig behagen wie Ihnen. Aber schauen Sie doch mal, was da draußen los ist. Was Herr Granderat eigentlich sagen möchte, ist, dass er die Hosen gestrichen voll hat und nicht glaubt, dass Sie uns helfen können. Leider sind unsere Möglichkeiten da auch ziemlich beschränkt. Noch liegt keine Straftat vor, Tierquälerei ausgenommen. Und das ist noch kein ausreichender Grund für weiterführende Maßnahmen. Ah ja, aber dass die Herrschaften da draußen unter Polizeischutz den Führer hochleben lassen, dafür gibt's eine rechtliche Handhabe, oder wie? Kann ich Sie mal unter vier Augen sprechen? Nee, Sie nicht, die Dame, Sie nicht. Haben Sie mal eine Zigarette? Ja, sicher. Tut mir leid, ich verliere sonst nicht so leicht die Fassung. Das kann ja vorkommen, wenn man Angst hat. Ich werde hier und bei Ihnen zu Hause eine Fangschaltung legen lassen. Wohnen Sie alleine zu Hause? Ja. Gut, dann werden wir Ihnen auch noch zwei Beamte zur Seite stellen. Aber ich sag Ihnen das sofort, ein hundertprozentiger Schutz ist es nicht. Am besten wäre es, Sie würden die Stadt für ein oder zwei Tage verlassen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Die machen mir doch hier den Laden dicht. Das ist Ihre Entscheidung. Ich weiß.
für 700 Mark Ware im Eimer. Aber ich hab's ja nicht. Hör auf, es ging nicht schneller. Die Polizei versuchte, die Autonomen abzudrängen. Zusperren. Erst als ein Demonstrant den Laden die zusperren. Sich auf die linken Eier dann hat die liebe Seele Ruhe. Was? Die Ausstellung. Alle Fotos sind aus bolschewistischen Archiven. Haben Sie das gewusst? Und wir müssen das mit unseren Steuern bezahlen. Pass doch mal auf! Ich muss jetzt auch weiter. Tabak und Hülsen macht 27. Kannst du das mal kassieren? Was soll noch mit? Reinstellen, damit mir das Zeug nicht verschimmelt. Entschuldigung. Pass auf. Ich muss jetzt weiter. Was? Frank. Was Neues aus Kreta gehört? Ja, schöne Grüße, sind alle gut angekommen. Ja. Du hättest mitfahren sollen. Wer soll den Laden hier schmeißen? Der kann auch mal eine Woche zubleiben. Für immer kannst du das sowieso nicht machen. Nee, aber solange ich lebe. Wenn du so weitermachst, dann wird das ja nicht allzu lange dauern. Das alte Teil hole ich morgen ab, dann bringe ich auch deine Tabletten mit. Alfred, 10,20 für die Zigarren. Der alte Esel steht immer noch jeden Tag 14 Stunden hinter der Theke. Ich schufte, also bin ich. Statt den Scheißladen zu verkaufen und sich's einfach gut gehen zu lassen. Hey, freu dich doch. Mein Onkel starrt seit Jahren nur noch aus dem Fenster. Schreibt alle Falschparker auf. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Später so gar nichts mehr zu machen? Taubenfütter? Glücksrad glotzen? Grießbrei löffeln? Dann schon lieber im Dienst erschossen werden. Todesursache? Genickschuss aus nächster Nähe, eine Exekution. Kaliber ca. 9 mm. Der Position und dem Schusskanal nach zu urteilen, hat er gekniet und ist dann nach vorne weggeknickt. Das Ganze dürfte ca. mindestens 20, höchstens 40 Stunden her sein. Ich weiß, Näheres erfahren wir erst nach der Obduktion wie immer. Umdrehen. Kommt mir bekannt vor. Bankhaus Brenner. Das Foto ging damals durch alle Zeitungen. Kannst du nicht wissen, Max, da warst du noch im Ausland. Großer Bestechungsskandal. Angeblich hat Brenner Politiker geschmiert, um an eine Baufinanzierung zu kommen. Da ging es um ein paar hundert Millionen. Nur nachweisen konnten sie ihm nichts. Was ist denn das? Sieht aus wie verbranntes Papier. Ich würde sagen, da hat jemand eine Menge Kohle zu Asche gemacht. Hier, das ist ein Hunderter. Erpressung. Welcher Erpresser verbrennt denn Geld? Ja? Nee, Freddy, sowas gibt's nicht mal im Ausland. Ach, wer hat den überhaupt gefunden? Der Alte mit dem Hund. Was macht er um diese Uhrzeit hier? Sein Müll wegwerfen. Vielleicht ist das mit dem Geld so eine Art Symbol. So eine Mafia-Geschichte. Wenn die Mafia irgendwas verbrennt, dann mit Sicherheit kein Geld. Wo fangen wir an? Wo von Brenners Tod am meisten profitiert wird. Bei seiner Familie. Ja, was macht der Werner denn um diese Uhrzeit im Museum? Da sollte doch bei der Klee sein. Wir haben die Kohle übernachtet. Mehr weiß ich noch nicht. Ich bin auch gerade erst gekommen. Die Spurensicherung ist schon unterwegs. Ich komme mit ins Krankenhaus. Was ist mit dir? Frau Klee? Ich habe ihm ordentlich eine verpasst. Bitte? Ich
Ich habe ihm dahin getreten, wo es am wehesten tut. Brauchen Sie es detaillierter? Nee, brauche ich nicht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was haben Sie denn so früh hier gemacht? Es ist gestern Abend spät geworden. Da habe ich hier übernachtet. Das mache ich öfters. Noch Fragen? Nee. Kann ich ja wieder gehen. Hm? Entschuldigung. Sie erwischen mich, glaube ich, immer im falschen Moment. Kann das sein? Ja, das Gefühl habe ich auch. Also, ich bin aufgewacht. Und dann wollte ich was nachgucken. Ich komme hier rein, da geht dieser Typ auf mich los. Da habe ich ihm natürlich sofort eine reingetreten. Dann knallt er mich an die Wand und mir ist kurz schwarz vor Augen geworden. Wo war denn mein Kollege da? Der ist in dem Moment wohl dazugekommen. Dann zieht er plötzlich die Waffe und schießt. Und ich war so perplex, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie er rausgekommen ist. Entschuldigung. Nach hinten, beide. Wie geht's dem Kollegen? Umständen entsprechend, aber besteht keine Lebensgefahr. Ach, Gott sei Dank. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht gönnen Sie sich mal ein paar Tage Ruhe. Könnte ja sein, dass Sie eine Gehirnerschütterung haben. Kopfschmerzen hatte ich vorher schon. Würden Sie den wiedererkennen? Ich denke schon, ja. Schenk, Mordkommission. Ihren Mantel, bitte. Entschuldigung. Konstantin! Ich will zu Frau Brenner. Konstantin! Herr, Hauptkommissar Alfred Schenk, Mordkommission. Höninger, ich bin der Anwalt der Familie und möchte Sie gleich darauf hinweisen, dass Frau Brenner durch den plötzlichen Tod ihres Mannes sehr mitgenommen ist. Selbstverständlich. Frau Brenner, Schenk, Mordkommission, mein herzliches Beileid. Ich habe nur ein paar von diesen berühmten Fragen. Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Vorgestern. Und was er danach gemacht hat, entzieht sich der Kenntnis meiner Klientin. Frau Brenner, mich interessiert, was Ihr Mann gestern gemacht hat. Hat er denn vielleicht gesagt, wo er hingeht? Hat er jemanden getroffen? Auch das entzieht sich der Kenntnis meiner Klientin. Ich nehme an, Ihre Fragen sind hiermit beantwortet. Frau Brenner, bitte beantworten Sie meine Frage. Auf Gefühle kann man nicht bauen. Das hat mein Mann immer gesagt und da kannte er sich aus. Das können Sie mir glauben. Was Frau Brenner sagen möchte, ist, dass Sie und Ihr verstorbener Gatte keinen Wert darauf gelegt haben, sich gegenseitig ständig Rechenschaft abzulegen. Ihre Beziehung basierte auf großem Respekt vor der Privatsphäre des anderen. Können Sie sich vorstellen, wer einen Grund gehabt haben könnte, Ihren Mann umzubringen? Mein Mann hat eine Bank geleitet, Herr Kommissar. Da hat man es mit vielen Menschen zu tun, nicht nur mit Freunden, wie Sie sich denken können. Oder mögen Sie Ihre Banker? Ach ja, was wird jetzt aus der Bank? Der Sohn von Frau Brenner wird die Geschäfte übernehmen. Herr Schenk, wenn Sie bitte jetzt... Wo ist denn Ihr Sohn? Er ist in Boston und wird erst morgen mit seiner Frau zurückkommen. Aber wenn Sie hier gleich ein Motiv vermuten, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Mein Mann hat meinem Sohn den ganzen Besitz bereits vor Jahren überschrieben. Sie haben sicherlich was dagegen, wenn ich mir mal das Arbeitszimmer Ihres verstorbenen Gatten anschaue. Ja, das haben wir. Herr Brenner ist erst seit wenigen Stunden tot und ich denke, Frau Brenner hat ein Anrecht darauf, erst mal mit dieser Tragödie fertig zu werden. Sie wissen, dass ich das Recht dazu habe. Es geht hier nicht um Recht, sondern um Respekt und Pietät. Herr Brenner Junior wird Ihnen nach seiner Rückkehr gerne behilflich sein. Na dann, bis morgen. Herr Schenk, wir sind ein altes Familienunternehmen und leben von unserem Ansehen und guten Ruf. Ich bitte Sie, das zu berücksichtigen. Auch ich lebe von meinem guten Ruf, gnädige Frau. Konstantin! Meinen Mantel, bitte. Konstantin! Konstantin! Kann's rauskommen. Deine Oma ist ganz schön streng, was? War deine Oma auch streng? Hm. Nimmst du mich mit? Wohin denn? Weg. Da wären deine Eltern aber bestimmt traurig. Die sind sowieso nie da.
Und deine Oma? Die mag mich nicht, die blöde Kuh. Ich mag sie aber auch nicht. Mein Opa, den habe ich gemocht. Der war immer lustig. Sag mal, wann hast du deinen Opa zum letzten Mal gesehen? Gestern, als er sich mit meiner Oma gestritten hat. Gestritten? Warum? Wegen irgend so einem Brief, den der Opa mir nicht geben wollte. Die Blöde hat ihn dann im Kamin verbrannt. Warum fragst du das? Bist du Polizist? Mhm. Was machst du denn hier? Ich suche den, der deinen Opa tot gemacht hat. Machst du ihn denn auch tot, wenn du ihn findest? Nein. Man kann nicht einfach so jemanden tot machen. Er hat meinen Opa doch auch einfach tot gemacht. Konstantin, kommst du bitte sofort rein? Sofort! Ja, ja, ja. Sie waren doch auch mal klein, oder? Wenn ich ihn finden würde, würde ich ihn tot machen. Geht's Ihnen nicht auf die Nerven, mein Kindermädchen zu spielen? Es gibt Unangenehmeres. Haben Sie denn Kinder? Warum? Nur so. Verheiratet? Ist das hier ein Verhör oder was? Bin geschieden. Und selber? Mir laufen die Männer mal weg. Was gucken Sie mich denn so komisch an? Jetzt stellen Sie nicht so komplizierte Fragen. Ich habe eine Gehirnerschütterung. Max, ich bestelle Pizza. Hast du Hunger? Ja, eine große Salami hätte ich gerne. Ohne Knoblauch. Für Sie auch was? Nein, danke. Die haben auch Salat. Nein, danke. Ein paar Möhrchen vielleicht. Lissi. Das ist er. Sicher? Ja, ganz sicher. Ja. Hey. Freddy, das ist er. Robert Hattai. Wie geht's denn dem Werner? Geht so. Heinz ist ja bei ihm im Krankenhaus. Und Ihnen? Ah, gut, sehr gut, danke. Ja, Mensch. Wo haben Sie denn geparkt? Ich fahre Sie dann nach Hause. Im Museum. Ja, ich übernehme die Nachtschicht von Heinz. Ist ja sonst keiner da. Kümmerst du dich bitte da um den Hattai? Ja, alles Gute. Haben Sie sich die Ausstellung gar nicht mal angeguckt? Nicht wirklich. Was heißt das? Nicht wirklich. Ich war als Jugendlicher mal mit der Schule in Polen. Auschwitz. Da haben wir uns auch diese Verbrennungsöfen angeguckt. Mir war sofort klar, warum da ein Hebel ist und da eine Klappe. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich einen Ofen bauen müsste, der wird ganz genauso aussehen. Das war das Wahnsinnige daran. Zu kapieren, dass es damals keine Monster waren, die Abertausende von Menschen umgebracht haben, sondern Menschen so wie ich und du. Und das war das Schreckliche daran. Und ihre Ausstellung, die hat einen ähnlichen Effekt. Also auch wenn ich das ungern sage, ich mache da auch manchmal lieber die Augen zu. Sind Sie angeschnallt? Sie von der anderen Seite raus. Prellung und eine leichte Gehirnerschütterung. Um ein Haar wäre ich neuer Dienststellenleiter geworden. Was war denn jetzt mit dem Auto? Die Bremsschläuche waren angeschnitten. Was willst du von dem Hattai? Wir haben seine Adresse. Mann, die hat aber auch zugebissen, ne? Und der Sicherheitsgurt. Naja, die Erde ist eine Scheibe. Geh schon mal vor, ich komme gleich.
Ach, Harry holt schon mal den Wagen oder was? Sag mal. Na? Ist schlimm? Ich weiß noch nicht. Ich werde erst mal zum Röntgen gefahren. Wer zahlt mir eigentlich das Auto? Versicherung. Aber wenn wir den Typen kriegen, dann können Sie sich an den wenden. Glauben Sie, es war wieder dieser Hatte? Ja, gehe ich mal von aus. Immerhin haben Sie da an die Stelle getreten, wo es ihm am wehsten tut. Mhm. Warten Sie mal. Wenn Sie meine Handynummer haben wollen, wenn irgendwas ist, schreibe ich Ihnen die mal auf. Wie heißen Sie mit Vornamen? Max. Anne. Bis später, Max. Jetzt rast doch nicht so wie so ein Bekloppter. Entschuldige, Stefan. Und? Wie hält sie sich? Ja, den Umständen entsprechend. Ist eine wirklich richtig taffe Frau. Taff? Ja. Aha. Was soll denn das heißen? Du, nix. Wieso? Du bist ein Bulle, einsamer Jäger, der nur für seinen Job und seine Pflicht lebt. Und sie ist eine gut aussehende, alleinstehende Frau, die Lebensgefahr schwebt. Das verbindet. Ist doch klar, oder? Schenk? Hier, Lissi, dieser Hatte hat die Wohnung unter falschem Namen angemietet, aber der Hausmeister hat ihn eindeutig identifiziert. Wo steckt ihr? Sind gleich da. Saatindeki kale direğe getirildi ve yerine oturtuldu. Weg. Freddy? Da kannst du hochkommen, der Typ ist nicht da. Scheiße, ich komme hier nicht rein. Hier, hör mal. Aryan Angels. White Pride. British National Party. Alliance Vichy. Nationale Volkspartie. Zum Wahnsinn. Früher sind die alle durch den Wald gehüpft und im Krieg gespielt. Heute sind die weltweit vernetzt. Hey Max, guck dir das mal an. Was ist denn das? Hütet euch vor diesen Volksverrätern. Aranowski, Regensburg, schwul, jüdischer Leitartikler. Erika Asmus in Bremen, politisch nicht korrekt, ledig ein Kind. Bea. Aachen, verheiratet, Sohn jüdischer Verräter. Was? Engelgen, Marburg, verräterischer Pressefotograf. Anne-Klee. Wehrmachtsverunglimpferin, Provokateurin ledig. Heinz ist bei ihr. Wo ist denn Ihr Onkel? Wo ist er denn? Keine Ahnung.
In 10 Jahren hat es das nicht gegeben, dass er Richard nicht aufgemacht hat. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Da waren wir gestern erst. Endlich ist er. Vielleicht ist er oben in seiner Wohnung. Ich verstehe das nicht. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wenn man so alt ist, da geht das manchmal ganz schnell. Ach, hören Sie doch auf. Regen Sie sich ruhig auf. Nützt ja sowieso nicht. Wenn Zeit ist zu gehen, ist Zeit zu gehen. Freddy, beeil dich mal ein bisschen, wir haben Einfahrt. Grüßen Sie Richard. Wo kriege ich nur bloß meine Zeitung her? Wahrscheinlich bis hierher geflogen. Da scheint sich einer den Generationenkonflikt ganz schön zu Herzen zu nehmen. Bis auf das Opfer ist alles absolut identisch. Wieder auf dem Boden kniend, aus kurzer Distanz von hinten in den Kopf. Ist wieder was verbrannt worden? Irgendwelche Spuren? Fußabdrücke? Wieder nichts. Seine Brieftasche liegt da drüben. Was macht denn die Kröte da? Leichen. Fertig? Okay. Schwerbehindertenausweis. Waldmann Ernst, geboren 23.04.17, Köln. Da muss er ja vorher schon ziemlich krank gewesen sein. Was ist das? Sparbuch von der Post. Hey, der hat gestern 38.000 Mark abgehoben. Nichts mehr drauf. Einpacken. Da braut sich was zusammen. Scheiße! Das ist schön, dass Sie mal vorbeikommen. Wie war Ihr Name? Baller auf Mordkommission Köln. Schenk. Wir kriegen ja nicht mehr so viel Besuch. Aber es ist schön, dass Sie mal vorbeikommen. Frau Waldmann, es geht um Ihren Mann. Ja, der wird gleich hier sein. Nehmen Sie doch noch ein bisschen Gebäck. Ich weiß nicht, ob Sie uns richtig verstanden haben, Frau Waldmann. Ihr Mann ist tot. Lass Sie doch mal erzählen. Das geht doch gar nicht. Morgen muss er doch singen. Was machen wir denn jetzt? Versuch du es nochmal. Mein Mann singt immer noch im Chor, obwohl er schon seit 20 Jahren pensioniert ist. Die haben erst letztes Jahr einen Preis gewonnen. Frau Waldmann. Natürlich. Ich bin immer so vergesslich. Frau Waldmann, Ihr Mann ist tot. Verstehen Sie mich? Der ist erschossen worden. Tut mir leid. Ich habe noch welchen in der Küche. Puh.
tut nur so was Schreckliches. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum das jemand tut. Er war doch immer so nett zu allen. Was hat Ihr Mann denn gestern gemacht? Da kam ein Brief und er sagte, er muss noch mal in die Stadt, um irgendwas zu regeln. Ich soll mir keine Sorgen machen. Der Enkel von Brenner hat doch auch von einem Brief gesprochen. Wo bewahrt Ihr Mann denn seine Post auf? In seinem Arbeitszimmer. Oh, Scheiße. Jetzt hör doch mal auf mit dem Mist. Du machst doch alles noch viel schlimmer, wenn du der Frau jetzt noch die Eisenbahn kaputt machst. Max? Treffpunkt Stadtmuseum. Schauen Sie sich Foto 73 an. Datum von gestern, 13 Uhr. Wenn Sie nicht wollen, dass alle erfahren, bringen Sie 50.000 in bar mit. Foto 73? Hausgröße sind weg. Was mache ich denn jetzt? Gott sei Dank haben wir noch was auf unserem Sparbuch. Frau Waldmann, hätten Sie vielleicht ein Jugendfoto von Ihrem Mann, was wir uns mal kurz ausleihen könnten? Das Waldmann. Du hattest recht. Könnte das ja Brenner sein, was meinst du? Schwer zu sagen. Besorg doch mal ein Jugendfoto von dem. Ich sehe dich im Präsidium. Hm? Gute Besserung. Dankeschön. Kann ich davon Abzug haben? Müsste ich nachsehen. Nee, die Zeit haben wir nicht. Tut mir leid. Wie geht's eigentlich meinem Freund Hatay? Verhandlung läuft, aber machen Sie sich mal keine Sorge, den kriegen wir schon. Wollen Sie das hier eigentlich so lassen? Es ist zynisch, aber es bringt Besucher. Anne? Hast du jetzt Zeit für das Interview? Die hat jetzt überhaupt keine Zeit. Mein Mann wollte Gräben überwinden. Alte Wunden schließen. Die Begegnung mit der Jugend war ihm dabei immer ein besonderes Anliegen. Wenn die Jugend miteinander feiert, singt und lacht, schießt sie nicht mehr aufeinander. Mein Mann hat einer Generation angehört, die man ihrer Jugend beraubt hat. Wenn Sie so wollen, hat ihn dieses Erlebnis ein Leben lang geprägt. Ja, aber Sie können doch nicht einfach hier so hereinplatzen. Doch, das kann ich. Mein höflicher Tag war gestern, Frau Brenner. Ja, ich dachte, wir waren uns gestern einig. Mein Sohn kommt erst heute Nachmittag wieder zurück. Für das, was ich will, brauche ich Ihren Sohn nicht. Hat der Brief, den Ihr Mann bekommen hat, etwas mit diesem Foto zu tun? Welcher Brief? Der Brief, den Ihr Mann vor ein paar Tagen erhalten hat und den Sie verbrannt haben. Wurde Ihr Mann wegen dieses Fotos erpresst? Frau Brenner, muss ich Sie erst vorladen? Er wollte die 50.000 nicht zahlen, sondern die Polizei einschalten. Aber ich habe ihn überzeugt. Warum haben Sie gestern gelogen? Vor ein paar Jahren wurde mein Mann in eine Bestechungsaffäre verwickelt. Unser Name wurde in den Dreck gezogen. Dafür habe ich ihn gehasst. Ich wollte keinen weiteren Skandal. Wenn Sie uns informiert hätten, dann würde er vielleicht noch leben. Sparen Sie sich Ihre Vorwürfe, das weiß ich selbst. Aber ich werde auch weiterhin alles daran setzen, den Namen meiner Familie aus der Sache herauszuhalten. Ich wünsche, dass die Presse nichts davon erfährt.
Sie bearbeiten den Fall. Sie können es veranlassen. Würden Ihnen 10.000 genügen? Ich würde sagen, das Geld wäre schlecht angelegt, gnädige Frau. Es hat inzwischen einen weiteren Toten gegeben. Und selbst Sie werden keinen Teppich finden, der groß genug ist, um die Geschichte darunter verschwinden zu lassen. Was wollen Sie? Warum haben die denn erschossen? Das sind doch Zivilisten. Gute Frage. Das ist Brenner, kein Zweifel. Sag mal, Freddy. Kannst du den hier hinten in der Mitte auch mal näher ranholen? Ich weiß nicht, ob ich den scharf kriege. Der ist ja dann wohl als nächster dran. Oder er ist der Täter. Jedenfalls müssen wir rauskriegen, wer der Mann ist. Sagen Sie mal, gibt's keine andere Möglichkeit, rauszufinden, wer der ist? Schwierig. Wir wissen ja nur, dass das Foto in Belgien gemacht worden ist. Sie können Brenner und Waldmann in den Wehrmachtslisten suchen. Wehrmachtslisten? Naja, die Namen aller Wehrmachtssoldaten sind in Listen verzeichnet, die man in verschiedenen Archiven nachsehen kann. Aber das können Sie vergessen, das dauert Zeit. Aber könnt ihr nicht woanders weiterquatschen? Freddy muss sich hier konzentrieren. Genau. Kaffee? Mhm. Ja, ekelhaft, der Kaffee. Mm. Geben Sie mal her. Ich glaube, ich koche uns mal einen richtig schönen Espresso. Stellen Sie sich mal vor, der Täter hat seine Opfer überhaupt nicht gekannt. Und er hat genauso recherchiert, wie Sie mir das eben erklärt haben. Mm. Wer hat denn Zugriff zu diesen Archiven? Wissenschaftler, die ja uns alle den guten Grund dafür haben. Nehmen Sie mal. Mm-hmm. Ja, vielleicht sollten wir da mal hinterherhaken. Vielleicht hat er ja eine Spur hinterlassen bei seiner Recherche. Das ist doch aussichtslos. Das sind viel zu viele. Wir können Professor Kohling fragen. Er ist Experte für deutsche Kriegsverbrechen an der Westfront. Meinen Sie, der kennt das Foto? Wow, ich habe gar nicht gewusst, dass du das kannst. Meinst du, ich habe auf dem Lehrgang in Münster nur gesoffen? Hast du nichts zu tun? Doch. Ach, sag mal, muss der eigentlich immer noch auf dir aufpassen? Tag und Nacht. Ist er irre? Was ist irre? Der sieht ja aus wie du. Richard. Ich habe das Foto nicht selbst recherchiert. Ich kann Ihnen nichts dazu sagen, leider. Schade. Wir müssen rausfinden, wer dieser Mann da vorne war und das möglichst schnell. Das Foto wurde frühestens ab September 1944 gemacht. Sehen Sie das Gewehr hier in der Hand von dem Mann? Das Modell wurde erst ab 44 September an die Wehrmacht ausgeliefert. Haben Sie gesagt, dass das Foto in Belgien aufgenommen wurde? Ich tippe auf Ardennenoffensive. Ja, aber das hilft ihm doch nicht weiter. Da waren 150.000 deutsche Soldaten dran beteiligt. Höchstens die Kirche. Wenn die Kirche nicht zerstört wurde, dann können Sie vielleicht den Ort finden. Und wenn Sie den Ort haben, dann können Sie vielleicht die Einheit, die Kompanie, den Zug ermitteln, zu dem diese Männer gehört haben. Und dann reduzieren sich die 150.000 auf 50, vielleicht nur 40 Männer. Also wenn wir rauskriegen, wo dieses Foto entstanden ist, dann haben wir vielleicht eine Chance. Das glaube ich, ja. Noch 2 Minuten bis zur Sendung. Bitte alles auf Anfang. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht besser helfen konnte. Herr Professor. Liebe Hörerinnen und Hörer, aus aktuellem Anlass haben wir eine Live-Sendung der Aktuellen Stunde in unser Programm aufgenommen. Das Thema: die Kölner Ausstellung Verbrannte Erde, die Verbrechen der deutschen Wehrmacht und ihre Folgen. Seien Sie herzlich willkommen geheißen zur Aktuellen Stunde und zu unserem heutigen Thema der Woche. Auf die sehr umstrittene Ausstellung im Kölner Stadtmuseum. Geht das jetzt hier weiter, oder was? Anne Klee wurde gestern Abend ein Anschlag verübt, aus der meinetwegen berechtigten Kritik wurde ein Mordversuch. Das ist unser heutiges Thema. Zu Gast im Studio auf Ihrer linken Seite Professor Tilman Koenig,
Historiker von der Universität Bonn. Und zu ihrer rechten Seite Professor Heinrich Pollert. Er ist vom Institut für Zeitgeschichte München, ist darüber hinaus CSU-Landtagsabgeordneter und einer der schärfsten Kritiker der Ausstellung. Tag, meine Herren. Guten Tag. Herr Professor, so ein toller Tag ist das ja nun nicht. Seien Sie mal ganz ehrlich, konnten Sie vergangene Nacht ruhig schlafen? Denn Anschläge wie dieser haben ja im Vorfeld durchaus auch eine geistige Urheberschaft. Anschläge wie diese kann man natürlich nur ablehnen. Aber Sie haben durch Ihre permanenten verbalen Attacken doch erst das Klima für diese tätlichen Angriffe geschaffen. Ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche wirre Radikale. Aber Kritik an der Ausstellung darf und muss... Professor, was werfen Sie den Ausstellungsmachern konkret vor? Fälschung geschichtlicher Tatsachen. Fotos werden plakativ verwendet. So die Einzige es wird nicht nach deren Ursprung gefragt. Nicht nach dem Wer, Wie, Was. Der unabdingbaren Basis wissenschaftlichen Arbeitens. Nehmen Sie dieses Beispiel. Die Fotos unten? Das ist ein Foto aus der Ausstellung. Partisanen vor der Hinrichtung. In Wirklichkeit zeigt dieses Foto etwas ganz anderes. Und nach rechts. Diese Männer wurden von deutschen Soldaten zu einem Ernteeinsatz begleitet. Wie Sie sehen, wurde der Ausschnitt zugunsten einer reißerischen Wirkung manipuliert. Richard! Richard! Richard? Wo steckt der Kerl? Wo ist der Onkel Richard? Wieso stellt man keine Fotos von Dresden nach den Bombenangriffen aus? Von den vergewaltigten deutschen Frauen, den verstümmelten deutschen Soldaten. Das waren wohl keine Kriegsverbrechen. Da sind wohl keine Frauen und Kinder umgekommen. Herr Kollege, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich bleibe dabei. Frau Klee und ihre Mitinitiatoren schaden der Wahrheitsfindung mehr durch ihre Inkompetenz, als sie ihr dienen. Wer hier der Wahrheitsfindung schadet, das haben, glaube ich, alle an... Ein Foto von Hunderten. Und wenn das abhängt? Ach. Ich meine, wenn Sie einmal nachgeben, das heißt ja nicht gleich, dass Sie aufgeben. Eine kleine Schwäche können Sie sich ruhig mal eingestehen. Tue ich doch gerade, oder? Ich fahre Sie jetzt ins Hotel. Meine Kollegen warten darauf Sie.
Mensch, Richard, ich hab dich überall... Das ist heute mit der Post gekommen. Treffpunkt Schreckmuseum. Schauen Sie sich Foto 73 an. Was wollen die von mir? Diese beiden Männer sind erschossen worden. Diese beiden Männer haben den gleichen Brief erhalten wie du. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bleibe hier. Du schwebst in Lebensgefahr, Richard. Zwei Menschen sind schon tot. Verstehst du mich? Wo ist denn Schenk? Keine Ahnung. Ja, hat er nicht gesagt, wann er wiederkommt? Nö. Hey Freddy, wir müssen rauskriegen, wo das Foto ganz genau entstanden ist. Gleich. Mach's nur da. Ein bisschen Fantasie, da könnte es sein. Ja. Wer ist denn das? Mein Onkel. Finden Sie nicht, dass es hier eine gewisse Ähnlichkeit gibt? Nein. Finde ich nicht. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Ich war Koch. Aber ich war nie in meinem Leben in Belgien. Ich kenne diese Leute nicht. Ich war bei der Feldküche in Russland und habe mich erst am Ende des Krieges nach Westen abgesetzt. Aber ich war nie in meinem Leben in Belgien. Und warum, glauben Sie, haben Sie gerade diesen Brief bekommen? Weil ihr mich genauso verwechselt wie ihr. Ihr glaubt doch auch, dass ich das bin. Warum glaubst du mir denn nicht? Du kennst mich doch. Ich glaub dir ja. Ich bin jetzt 20 Jahre Bulle. Man glaubt, man hat schon alles gesehen. Dann kommst du irgendwo hin, wo so ein Psychopath seine ganze Familie kleingehackt hat. Du denkst dir, okay, das sind Ausnahmen. Durchgeknallte Typen, denen die Klapse gehört. Damals im Krieg, das war doch nicht anders. Ich meine, da kann doch irgendwas nicht in Ordnung sein bei einem, der eine Familie abschlachtet. Frauen und Kinder. Das sind doch keine normalen Menschen wie du und ich, die sowas machen. Oder wie er. Du glaubst auch, dass er es war, hm? Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Der Täter glaubt, dass er es war, und das müssen wir benutzen. Du willst ihn da reinschicken morgen? Ja, klar. Scheißspiel. Bleib mal ganz ruhig. Und lass dir nichts anmerken. Sobald jemand zu nahe kommt, geben wir Signale und schnappen uns den Kerl. Glaubst du, du schaffst das? Mhm. Seid ihr soweit? Ja. In der Stunde ist alles vorbei. Morgen bist du in deinem Laden stehen, als wäre nichts gewesen. Als wäre nichts gewesen. Ja. Wird schon gut gehen. Hm? Schenk an alle, es geht los. Und dass wir uns verstehen, die Sicherheit des Lockvogels hat absolute Priorität. Wenn einer von euch Mist baut, reiß ich ihm persönlich die Eier raus.
Achtung. Erhöhte Bereitschaft, Sie hat Kontakt. Schrecklich. Verstehen Sie das? Unbegreiflich, wenn man sowas nicht mit eigenen Augen sehen wird. Das ist schrecklich. Ist Ihnen nicht gut? Das ist so warm hier. Ja, sehr warm. Der geht wieder. Der Kontakt ist abgebrochen. Das gibt's doch nicht. Ja, dann mach irgendwas. Komm, Tempo. Oh, der packt das nicht. Jetzt behalt mal die Nerven, ja. Du hast gut reden. Ich hab ihn hier. Ja, bitte? Das ist für Sie, Frau Klee. Ja? Was? Was sagen Sie da? Was für eine Bombe? Sie sind wohl ein ganz witziger, ja? Wer sind Sie überhaupt? Ball auf Mordkommission, die Fangschaltung im Stadtmuseum. Das ist die 0221756342. Ich muss sofort wissen, wo der Anrufer sitzt. Das Ganze ein bisschen zackig, ja? Jetzt halt mal den Mund, du kleiner Wichser. Ich sag dir jetzt mal was, wenn du glaubst, dass ich mir vor Angst jetzt gleich in die Hosen... aufgelegt. Was? Öffentlicher Fernsprecher? Hier im Museum, im Foyer. Danke. Sie bleiben hier, ja? Freddy, wenn ich nicht in 5 Minuten wieder hier bin, Aktion abbrechen. Verfluchte Scheiße! Alles bleibt auf Position, die Aktion geht weiter. Weg mit dem. Weg mit dem. Und? Hansi? Ja, was ist? Noch nichts. Ja, wir brechen ab. Was? Ich sagte, wir brechen ab. Wir müssen sofort evakuieren. Wir dürfen jetzt nichts mehr riskieren. Komm, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Verletzung, Mordversuch, der Bluff mit der Bombe, kommt ganz gut was zusammen. Sachbeschädigung. Schreib's dazu. Auf.
aufheben. Aufheben. Max! Max! Max, komm, mach dir die Hände nicht schmutzig. Du hast es ja wirklich nötig, was? Ich lass mich doch von der nicht zum Affen machen. Die Wehrmacht hat gekämpft dafür, dass wir hier heute nicht alle Russisch sprechen. Das waren Helden, verstehst du? Und die zieht das alles in den Dreck. Ist ja noch schlimmer als diese verdammten Judenschweine, die ganz Deutschland verraten haben. Du Klugscheißer, du solltest langsam nervös werden. Wir werden nämlich dafür sorgen, dass du die nächsten Jahre über die Schulter schauen musst, wenn du dich nach der Seife bückst. Weißt du was? Ich bin nicht allein. Nicht allein in Europa, nicht allein in Deutschland und schon gar nicht allein im Knast. Aber du bist ganz allein und ganz weit oben auf unserer Abschussliste. Pass mal auf, du bist ein ganz kleiner Pickel am Arsch. Ein selten blödes Schwein da drin. Und ich werde dich ausdrücken, das schwöre ich dir. Jetzt passt du mal auf. Seit der Hausdurchsuchung haben wir dich im Visier. Eine hübsche, nette Tochter hast du. Jung, unschuldig. Wie zum Teufel hat denn die Presse davon erfahren? Weiß ich auch nicht. Ist das so schwer, Mensch? Wir müssen uns der Serienkiller bereits zwei Menschen auf dem Wissen haben. Was hat der Bombe an? Was hat der Bombe an? Ich bin seine Verbindung. Immer das Gleiche bei der Polizei. Danke. Wofür? Das ist doch meine Arbeit. Klar. Ja, ich muss jetzt auch wieder ran. Professor Koning will mit mir an der Dokumentation arbeiten. Er wartet sich ja schon in meinem Büro. Aha. Ist wahrscheinlich wieder eine Nachtschicht. Ist gut möglich. Tschüss. Tschüss. Der 72-jährige Richard Schenk soll als junger Soldat kurz vor Kriegsende an der Erschießung belgischer Zivilisten beteiligt gewesen sein. Er wurde den ganzen Tag vernommen. Gegen 17 Uhr verließ er dann in Begleitung seines Neffen, dem Hauptkommissar der Kölner Kripo, das Präsidium. Bisher hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen Richard Schenk weder dementiert noch bestätigt. Ein Sprecher erklärte, dass Schenk sich an einem geheim gehaltenen Ort befindet und unter Polizeischutz steht. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Unser Reporter Thomas Hausner hat sich unter den streikenden Kölner Müllfahrern umgehört, die jetzt schon seit 12 Tagen ihre Arbeit niedergelegt haben.
bist nur nicht mehr in der Schule? Aber das geht nicht anders. Willst du noch einen Kaffee? Ich will nach Hause. Hör auf, du bleibst hier. Wie lange soll denn das noch dauern? Bis es zu Ende ist. Gehst du heute nicht zur Arbeit? Sag mal, hast du was Neues aus Kreta gehört? Ja, es regnet. Ich war das nicht! Alfred, ich war es nicht. Ist er drin? Ja. Du bist nicht zum Dienst gekommen. Darf ich reinkommen? Ich bin raus aus dem Fall. Wer sagt denn das? Ich habe noch 17 Tage Resturlaub. 17 Tage Resturlaub? So, jetzt hör mir mal gut zu. Da draußen rennt jemand rum, der schon zwei Menschen abgeknallt hat. Und jetzt kommst du mir mit Resturlaub. Und da drin hält gerade einer sein Mittagsschläfchen, der mich früher auf den Knien geschaukelt und mir das Fahrradfahren beigebracht hat. Und ich kann ihm nicht mehr in die Augen schauen, weil ich nicht mehr weiß, was ich glauben soll. Ob er das auf dem Foto ist oder nicht. Er sagt, er war es nicht. Aber es spricht ja einfach alles gegen ihn. Was ist, wenn das war? Das könnte ich ihm nie vergeben. Du kannst doch jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Macht doch keinen Sinn. Außerdem bist du Bulle, Freddy. Ist auch unser Ding, den Fall zu lösen. Von Richard werden wir jedenfalls nichts erfahren. Wenn das war, er wird es nie zugeben. Hast du eigentlich die Presse informiert? Bist du bescheuert? Freddy, der Heinz kann hier drin aufpassen. Ein Mann reicht da draußen. Möchte Sie nicht stören, Sie haben bestimmt viel zu tun. Ach, kein Problem, setzen Sie ruhig wieder. Nein, danke schön, ich gehe gleich wieder. Ich wollte Ihnen nur was bringen. Sie haben mich doch angerufen, ob ich noch was habe aus der Kriegszeit von meinem Mann. Ich habe das auf dem Speicher gefunden. Das ist alles Sütterlin. Willst du was lesen? Ist das das Foto? Ja. Wir waren 40 Jahre verheiratet. Entschuldigung. Wiedersehen. Ich habe hier noch eine Ladung aus St. Vith. Tschüss. Das ist doch total bescheuert, was wir hier machen. Können wir gleich Autoquartett gucken und auch schöne bunte Bilder drauf. Wir wollen wissen, wer die Opfer waren, dann müssen wir auch wissen, wo es passiert ist. Was bringt uns das?
Wenn es sich um Rache handelt, bringt uns das Motiv und den Täter ganz einfach. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ja, hast du einen besseren Vorschlag? Komm, dann sag ihn jetzt! Lissi, was ist los? Komm, die Bilder aus Brüssel. Du, die sind noch nicht da, das dauert halt. Ja? Ach du Scheiße. Okay, ich sag's ihm. Freddy, ist was mit deinem Onkel? Ende. Was ist passiert? Freddy, guck mal, das sind die Pillen, die er geschluckt hat. Das ist was gegen Bluthochdruck. Ich meine, das sieht nicht gut aus. Ich denke, du passt hier auf! Ey, Moment mal, ich geh doch nicht mit deinem Onkel aufs Klo. Und du? Ich hab nichts mitgekriegt. Ich hab gepennt. Aber ich bin froh, dass er weg ist. Marsch ins Haus! Freddy, jetzt beruhig dich doch. Du mit deinen Verdächtigungen! Mit deinen dämlichen Verdächtigungen! Geht es ihm? Er wird es schaffen. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ja, schon okay. Ich hätte auch ein paar Sachen nicht sagen sollen. Da wohne ich die nächste. Fehlanzeige. Weiter, wie viel haben wir noch? Noch vier! Fliegen Sie mal näher ran! Sieht gut aus! Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fliegen Sie mal ganz rum.
Freddy, das könnte sein. Glaubst du auch? Okay, wir gehen runter. Wir müssen nach Süden. Das Foto ist von Süden aufgenommen. Jetzt glaub mir, Freddy, wenn du vor der Kirche stehst, dann hast du auch die Orientierung. Es muss die Richtung sein. Du bist doch nicht Süden. Deutsch, Ramon? Oh gut! Oh gut! Ja, il y a des schnecks, qui veulent savoir quelque chose! Guten Tag. Bonjour. Sie sprechen Deutsch? Ein bisschen. Können Sie uns sagen, wem dieses Haus davon gehört? Warum? Wir sind von der Polizei aus Deutschland. Ah oui, l'hélicoptère. Wir recherchieren einen Fall und müssen wissen, wem das Haus 1944 gehört hat. Die Familie, die sind alle tot. Deutsche Soldaten im Krieg. Aber fragen Sie den Pfarrer, der weiß alles. Mein Vorgänger hat mir davon erzählt. Es war die Familie des Schullehrers. Eine tragische Geschichte. Wieso tragisch? Ich glaube, es war kurz vor Kriegsende. Da sind ein paar deutsche Soldaten auf dem Rückzug durch das Dorf gekommen. Jemand hat ihn aufgelauert und einen von ihnen aus dem Hinterhalt erschossen. Die Soldaten haben nicht mal versucht, herauszufinden, von wo der Schuss kam. Sie haben die erstbeste Familie vor ihrem Hause zusammengetrieben und alle getötet. Die wollten wahrscheinlich ein Exempel statuieren. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da sind wir. Koning. Koning. Das ist doch der Professor aus Bonn. Scheiße. So schön im Park. Bisschen Sonne, frische Luft. Zum Mittagessen sind wir dann wieder da. Herr Schenk! Scheiße!
Scheiße, Scheiße, Scheiße! Freddy, das tut mir jetzt wirklich leid, aber... Wir sind auf dem Weg! Es war ein Befehl. Ich habe nur einen Befehl befolgt. Ja. Das haben Brenner und Waldmann auch behauptet. Aber wir beiden, Sie und ich, wir wissen, dass das nicht wahr ist. Es gab keinen Befehl. Sie haben einen von meinen Kameraden erschossen. Wir mussten etwas tun. Sie waren doch schon auf dem Rückzug. Die Amerikaner waren doch längst durchgebrochen. Herrgott, ihr saß direkt neben mir. Ich habe so viel Blut abbekommen, das dachte mich, hat's auch erwischt. Und warum sind Sie nicht einfach durchgefahren? Aber der Hans, kurz davor hat er doch gesagt, du, in 14 Tagen, da sitzen wir wieder am Rhein und angeln. Und dann fiel der Schuss. Und der Schütze stand an der Kirche. Das Haus lag 100 Meter weiter unten, hinter der Kurve. Von dort kann der Schuss nicht abgefeuert worden sein. Aber es war doch ein Gewehr im Haus. Ja, das stimmt. Da war ein Gewehr im Haus. Aber das hing über dem Kamin als Dekoration und hatte keinen Schlagbolzen mehr. Sie haben Unschuldige geschlachtet. Und das haben Sie genau gewusst, weil Sie Ihre Rache wollten. Und das war Ihr eigener Entschluss. Als Sie mit dem Morden fertig waren, da hat der Oberleutnant Brenner auch Zigaretten verteilt. Als Belohnung, oder? Sie haben bis heute gedacht, es gibt keine Zeugen. Sie haben bis heute gedacht, dass Sie alle erwischt hätten. Dann drücken Sie schon ab. An dem Morgen war es draußen eiskalt. Ich hatte Geburtstag an dem Tag. Ich wurde 6. Geschenke gab's nicht. Aber meine Oma hat den Kuchen im Ofen. Und das roch man durchs ganze Haus, das duftete. Und ich lag oben in der warmen Badewanne. Oben im ersten Stock. Weil meine Mutter meinte, ich sollte wenigstens an diesem Tag mal richtig gründlich gewaschen sein. Und plötzlich dieser Lärm, dieses Geschrei. Raus, raus, raus! Raus, alles aus der Tür, raus! Warum gucken Sie mich so an? Ich weiß, was Sie denken. Ich war feige. Ja, ich war sehr feige. Ich bin heimlich aus der Badewanne rauf auf den Dachboden geschlichen. Und von da oben habe ich alles gesehen. Und ich wollte helfen. Aber ich war wie festgewachsen. Ich habe sie alle im Stich gelassen. Ich war ein hutzerbärmlicher Feigling. Ich habe sie alle sterben lassen. Ich war ein gottserbärmlicher, verdammter Feigling. Nein. Kirche noch im Dorf? Müssten Sie doch am besten wissen. Nein. Die letzten Deutschen haben mich mitgeschleppt und in ein deutsches Waisenheim gesteckt. Und ich wollte nie... Was haben Sie mit meinem Onkel gemacht? Mit Ihrem Onkel? Mit Ihrem Onkel bin ich fertig. Wo ist er? Freddy, den haben wir doch schon längst gefunden. Er saß ganz friedlich in der Kapelle. Ist alles okay. Wir haben noch ein Gespräch über Personenschutz.
Herr Professor Koning, können Sie sich zu den Vorwürfen äußern? Ich habe nichts mehr zu sagen. Stimmt, verschwinden Sie bitte, ja? Sie eines Massakers sind. Haben Sie aus Rache zwei Menschen ermordet? Ich möchte aber noch was wissen. Wer hat 1944 eigentlich die Fotos gemacht? Das Foto wurde bei einem toten Soldaten gefunden. Der gehörte zu einer Nachhut, die noch durchs Dorf kam. Wahrscheinlich hat er gedacht, das ist ein netter Schnappschuss fürs Familienalbum. Ich weiß es nicht. Meine Zigarette? Nee. Die Bilder hat mir Koning gegeben. Brenner ließ die ganze Familie vor das Haus treiben. Wir dachten, er will ihnen Angst einjagen, damit sie sagen, wer noch im Ort ist. Aber plötzlich hat er den Vater erschossen, weil der nichts sagen wollte. Waldmann sagte, wenn die Amis uns kriegen, dann machen die kurzen Prozess mit uns, wenn es rauskommt. Und plötzlich fingen alle an zu schießen. Da habe ich den Pi hochgerissen und auch geschossen. Einfach so. Ich war da heute Morgen. Da ist jetzt ein Kinderspielplatz. Und was wird's jetzt? Ich weiß es nicht. Habt ihr denn über das Thema nie in der Schule gesprochen? Nee, gar nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass sowas passiert ist, sonst passiert es vielleicht nochmal. Ich glaube, das war ein ganz schöner Schlusssatz.